Switch hatte auf jeden Fall Probleme. So Leute, hallo und herzlich willkommen. Ja, es ist hoffentlich diesmal geschafft, nach langen technischen Hin und Her. Haben wir endlich hoffentlich das Vergnügen, dass unser The Evil Within hier einigermaßen läuft. So. Da Hacker, das bist du doch, oder? Hast einen neuen Nickname? Ey. Ja, cool. Feine Sache, dass du da bist. Wie geht's dir denn? Schon lange nichts mehr von dir gehört. Bist du jetzt in den Staaten, oder? Ja, wie geil. Ja, das bin ich. Ja, cool. Freut mich. Ja, lange nicht mehr gehört. Ah, wie geht's dir denn so? Wie läuft's denn so? Hoffe, alles ist okay im grünen Bereich. Hoffe, die Amis sind gut zu dir. In Florida, ja fein. Ich denke, das Wetter ist da bestimmt gut. Ja, hello again. Ja, hello again, Tim in Laden. Ja, Leute, wie ihr Bescheid wisst, auch ein Hallo an TS, an den Orca, wer rein will, einfach Bescheid geben. Und zwar, wir haben viel hin und her getan, technische Chaos die letzte Zeit in jedem möglichen Winkel dieser Technik. Es hat nicht immer gereicht die letzten Tage für einen guten Stream, nachdem ja alles wieder neu aufgesetzt, aufgespielt worden ist, haben wir jetzt hoffentlich die Möglichkeit, das hier auch normal durchzuziehen. So, ich konnte mich nicht früher melden, weil kein Internet am Morgen kommt. Ah, okay, super. Ja, okay. Und läuft alles etwas stressig. Ja, ich schätze mal, dass das Ganze natürlich schon eine Umstellung ist. Aber ich bin mir sicher, dass du das packen wirst. So. Okay. Jo, da sind wir. Ja, du musst immer wieder zwischendurch schreiben, wie es dir so geht, wie deine Erlebnisse sind und so. Und natürlich auch den Kontakt hier nach Hause halten. Damit. Ja. Was ich damit sagen will, wenn man in ein fremdes Land geht, ist es irgendwann mal so, dass man ja neue Kontakte knüpft und alles Mögliche. Und man soll nicht alle alten Kontakte abbrechen, weil vielleicht kommt man wieder zurück irgendwann mal. Ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen Ja, du Schlenker kannst schon einen machen. Link posten, klar. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Ein halbes Dutzend Einheiten sind schon da. So Leute, The Evil Vielleicht der Geist von Within, diesem ein Chefredakteur, Spiel der seine aus Patienten verarscht hat. 2014, wenn ich mich nicht Galt täusche, sowas nicht. wollte ich schon Einige immer Patienten spielen sind verschwunden. und Keiner ja, hat's jetzt habe ich es mir geheim. auch vorgenommen, wie gesagt, ich Trotzdem, hoffe, dass es jetzt irgendwie reicht. unheimlich, oder? Es scheint zumindest so zu laufen. Ich sehe jetzt hier keine Joseph, Ruckler, denkst du, keine da gibt's eine Verbindung? Likes. Es wäre Wobei, möglich, oh, aber ich konnte die warum? Akten nicht Der einsehen. Weißbot hat dir. Orca, kannst du mal den Link für Zentrale, sie? hier ist Ja, Detektiv danke. Castellanos in Super. 184. Was ist da Muss los? mir ne, Over. nur per Whisper gerade schicken. Ja, genau. Ich denke immer nicht Gibt an es diesen irgendwie. Bot. Irgendwie ist er da schon immer viel zu schnell. So, war ich stehen geblieben? Genau, ein Spiel, das ich schon immer zocken wollte, hat es damals in der Werbung immer wieder gesehen. Und ich dachte mir, das machst du auch. Irgendwann mal zockst du das Ganze. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir lassen uns aber Junior trotz den Detective ganzen Kidman? Schwierigkeiten nicht aus Irgendwelche Ideen? der Fassung bringen. Und Bisher ja, nicht. zocken das Ich bin Ganze. sicher, Ich das Spiel habe hat ein sich bisschen in Gedanken. angespielt, bedingt auch, wie gesagt, durch die ganzen Tests, die letzten Tage. Und es ist schon heftig. Also, ich sag mal so. Es kann einem zwischendurch schon ein bisschen übel werden. Oh, das ist fein. Das ist fein. Ja, dann habe ich endlich mal einen Blogger, wo ich auch immer wieder nachschauen kann. Das finde ich eine feine Sache. Ich fand das Bloggen immer so ganz interessant, aber ich wusste Was nicht meint ihr genau, dazu? ja, wer oder Connolly, was oder so. gib der Oder Zentrale vielleicht, Bescheid, ja, was hier los ist. Joseph, Kidman, hatte ich da folgt keinen mir. Ansatz. Und Wir sind vielleicht ist ziemlich eine unruhig. feine Sache, Okay. weil dann kann ich mehr über das Leben in Amerika schauen. Und erfahren.
Also, da wirst du mich öfters dann als dein Gast haben. So, Leute. Get him in, das muss man lesen. So, da sind wir und wir hoffen, dass das jetzt einigermaßen gut läuft. Man muss auch dazu sagen, dass das Spiel von Haus aus einen Bug hat. Also es hat leider diesen Slow-Motion-Bug. Es ergibt sich dann im Spiel wieder. Es fängt leider erstmal so an, aber davon darf man sich jetzt nicht entmutigen lassen. Nach ein paar Szenen läuft es eigentlich recht flüssig. So, man muss noch ein paar Einstellungen ändern und eben so einen bestimmten Patch einspielen, das Orko nicht gemacht haben. Denn das Problem habe nicht nur ich. Also auch Orko mit einer super Grafikkarte hatte genau dieselben Bugs, dieselben Lags. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. So, wir sind hier in diesem Krankenhaus und hier sieht's ziemlich düster aus, ne? Jo. Hast du das gehört? Ziemlich blutige Angelegenheit. Also es ist... Naja, gut. Hier lebt noch jemand. Ach ja. Je, das Mensch nur. So, ja, man liest viel zu wenig heutzutage. Ja, das stimmt. Ich sind Sie verletzt? Was ist passiert? Ja. Versuch auch immer wieder ein Buch zu Ende zu lesen, krieg's aber nie hin. Es fehlt einfach irgendwie die Zeit. Naja. Hallo. Bei euch ist das ja noch normal, aber wenn man nach den Überwachungskameras Zeit hat wie ich, tut man sich vor allem, was Leser angeht, ein bisschen vor Trüge. Ja, ja, man muss es auch mögen, also nicht jeder mag das. Also es gibt Leute, die sind eher visionär, also so. Bei mir ist es aber krankheitsbedingt. Ja. So, wir schauen uns jetzt hier mal das Video an und... Ich weiß nicht, ob einer das Spiel von euch schon kennt, beziehungsweise schon mal durchgespielt hat. Für mich ist es blind, also das allererste Mal. Ey, Gaming! Gaming Overdose, wie geil, du bist auch wieder da. Ja, Pano, ich hab's mal angespielt. Ich ja. glaube, 2 oder 3 Stunden oder so. Ja, ja. Kannst nicht genau sagen, wie lange. Ja. So. Ja, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, Gaming Overdose. Ja, du warst ja gestern dabei und vorgestern mit diesen ganzen technischen Chaos. Nach langem Hin und Her haben wir es einigermaßen hingekriegt, das Spiel zu spielen. Zum Starten, Laufen zu bringen. Ja. Ja, es gibt echt Bücher, wo man anfängt und sich da reinfrisst, ja. Das stimmt. So. Und wir sind hier bei diesem komischen Typen. Ja, das ist hier eine Schlachterei oder sowas. Naja, was auch immer. Das ist ziemlich ekelhaft. Ditmo schon eher wie Fabrik aus. Ja, ja, so, so. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob es dieser Doktor ist, den man anfangs da... Das kann ich ja auch nicht sagen, also... Ja, auf... So weit habe ich das gar nicht gespielt. Ja, ja. Weil ich habe gerade gesehen, dass dein Freund wieder hier ist. Das wird im Spiel dein bester Freund sein. Ach, der da war jetzt, oder was? Ja. Ja, okay. Aber keine Spoiler, Leute. Ich will nichts wissen. Nur wenn ich frage. Hat eigentlich nichts direkt mit dem Spiel zu tun. Ja, ja, aber trotzdem. Das war eigentlich ihr Argument, dass ihr immer vor so einem abhauscht. Ja. Deswegen ja nicht gesagt, der bester Freund. Ja, das dachte ich mir fast. So. Ja, gestern, aber wie gesagt, Gaming, da. Das wurde nichts draus. Da hat die Technik leider völlig versagt. So.
Okay. Was eigentlich bei uns schon Standard ist, dass die Technik versagt. Ja, in der letzten Zeit war ich wirklich echt sehr, sehr... Also ich war schon ziemlich kaputt, weil das, es hat nichts funktioniert, wie es sein sollte. Darum bin ich jetzt froh, dass es einigermaßen was... Okay, ein bisschen läuft. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. So, dann holen wir jetzt hier schnell mal den Schlüssel. Okay, weil ohne diesen Schlüssel kommen wir hier nicht weiter. Und ja, der Anfang kennt ihr ja schon ein bisschen. Richtig, ja. Und der Typ ist alles andere als gnädig. Eher freundlich zu dir, klar, Pastor. Ah. Nee, du hast... Das Beste von dir. Du hast nichts verpasst, Gaming. Wie gesagt, sind wieder ganz am Anfang. So. Okay. Was du natürlich noch nicht verstehst, dieser Übergang, ne? Dass der da in diesem Polizeiquartier, in diesem Krankenhaus ist, als Polizist. Ja. Und dann plötzlich in so einer... Ich würde es nur so umschreiben, das Ende ist Realität, das andere ist Fantasiewelt. So, da gibt es ein bisschen Unterschiede, also. Ja. Ich würde es nur so okay. Behaupten. Also, ob das Ganze so stimmt, ist wieder eine andere Geschichte. Ja, lass mal das mal offen, mal einfach sehen, was auf uns zukommt. Weil meistens ist es immer so eine Mischung aus beiden, ne? Hat man ja bei Outlast auch gesehen. Aber das ist immer gut, die Mischung. Ja, ja. Okay, komm, 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 komm. Mach die Luke auf. Okay, so. Vor deinem Freund weg. Geh noch nicht. Okay, also man muss ehrlich sein, es ist ziemlich ekelhaft, wenn man so eine Fantasie hat und die hier in dem Spiel hier so, also so als Spiel schaffen kann. Ne? Ich frage mich immer wieder die Leute, die diese Spiele hier auf den Markt bringen. Wie kommt man auf solche Sachen? Vergesst, du bist der Erfinder. Dran beteiligt gewesen, wo Resident Evil erfunden hat. Also, ja, das heißt natürlich einiges, ja. Yo, Silva, schön, dass du wieder da bist, ja. Du warst ja gestern bei der K.O.-Session auch dabei. So, scheint einigermaßen wieder zu laufen. Dann schauen wir mal einfach, okay. Sind wir jetzt hier unten? Ich glaube, da lang ist nichts mehr. Nö. Oder? Ist das, sieht noch irgendwas aus? Ne, da ist aber auch nichts zu holen oder so. Okay. Ja, der hat jetzt hier irgendwie ein angefressenes Bein, ne? So, und humpelt natürlich dementsprechend. Wir müssen hier irgendwie versuchen rauszukommen. Zack. Hier ist eine Leiter. Komm, komm, steig hoch. Ja, da. Ich freue mich auch, dass du endlich mal wieder da bist, ne? Hab schon ein paar Mal an dich gedacht, wie es dir wohl so geht oder so. Aber wie gesagt, ich war ja eine Zeit lang auch nicht online. Schon fast einen Monat oder so. Wo geht's hier raus? So. Ich glaube hier lang und da ist dann eben... Okay, das geht nicht auf. Dann lassen wir das. Genau, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob du jetzt schon in den Staaten bist oder ob es erstmal jetzt losgeht. Aber jetzt weiß ich es ja. Naja, also irgendwo beneide ich dich auch, weil ich finde, es ist schon mal auch was Geiles, ja. Ne? Also weg von Europa. Und einfach woanders hingehen, das ist ja wieder eine ganz andere Welt wie die unsere hier, ne? Aber ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass auch alles so kommt, wie du es möchtest. So.
The Evil Within. Okay, das war am letzten Sonntag, habe ich ja gestartet, ne? Aber das ging leider schief. Es ging in die Hose. Und dann habe ich dafür am Montag einen Stream dafür gemacht. Aber mit halb kaputter Technik. Aber ich wollte mir das einfach mitnehmen lassen. So, Notiz aus Heizraum. 13 Uhr STEM System Test beginnt. 13:15 Erfolg. Gehirnwellen. Synchronisation bestätigt, Verluste minimal, Experiment wird fortgeführt, Agent sammelt Daten, 13:30, Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband, Stenograf berichtet über Unwohlsein, anschließendes Koma aus unbekannten Gründen, jetzt ordnet, Arzt ordnet Beendigung von STEM System an, okay. 13:45, Mitarbeiter klagen über Übelkeit und verlieren nacheinander das Bewusstsein. Wer sich noch bewegen kann, plant seine Flucht aus der Klinik, ist aber aus unterschiedlichen Gründen nicht dazu in der Lage. Obwohl das STEM-System deaktiviert werden sollte, blieben die Gehirnwellen zwischen Probanden und Wirt synchron. 14 Uhr eher dieser Mann ist aufgetaucht. Aha, okay. So, ja. Natürlich gespannt, wer jetzt genau damit gemeint ist, aber ich glaube, das werde ich schon im Laufe des Spiels erfahren. So, ich weiß nicht, kann man hier irgendwas holen sonst? Nö, das würde uns angezeigt werden. Ah ja, und da ist hier die Tür mit dem Button. Ja, auf jeden Fall, der Hacker. Natürlich kommt Tomb Raider. Wie gesagt, das Einzige, was mir manchmal Sorgen macht, ist, ob... Ja, ich weiß nicht, was passiert ist, aber es ist zwar schon fast unheimlich, dass ich so viele Probleme hatte mit dem Streamen, mit der Technik, dass jeden Tag 5 verschiedene Sachen kaputt gegangen sind. Und als man die mehr oder weniger im Griff hatte, ja, kamen andere 5 dazu. Also ich war ehrlich schon wirklich zeitweise kurz davor, habe mir gedacht, okay, schmeiß das Ganze jetzt weg, so wie es ist, ja, aber gut, so einfach ist es dann doch nicht, wie man will. So. Oh, oh, oh. Ich höre den. Nein, nein, nein. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Ach, RB. Okay. So. Ah, da sind wir ja wieder. Das sind ja Erinnerungen an Outlast, ne? So. Oje, der kommt jetzt hier rein, aber den Part kenne ich noch. So weit bin ich noch gekommen mit den ganzen technischen Schwierigkeiten. Ja, du wirst ja feststellen, dass du andere Spieler auch noch Elemente in dem Spiel triffst. Hm. Ja, es gibt Gemeinsamkeiten, das merkt man auf jeden Fall. Ah. Weil normalerweise ist es so, jeder klaut vom anderen. Mhm. Ja. Da, die tun Abrufe oder so Dinger. Ja, ja. Ach du Scheiße. Okay. Also der ist gegen meinen Spind gelaufen. Oh, das ist aber lieb. Ah, ja. Moment, ich glaube, ich könnte jetzt raus. Der hat mir anscheinend den Weg frei gemacht, wenn ich jetzt so richtig bin. Und ich muss hier durch. Oh, Scheiße, komm, geh runter. Mist, 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 runter, runter, runter. Da kommt er, glaube ich, erstmal nicht hin. So weit kann er mich nicht verfolgen. Doch. Scheiße, er hätte mich nicht sehen dürfen, Leute. Komm, komm, komm. Und schnell weg, schnell weg, schnell weg, hau ab. So schnell du kannst. Ach, der wartet jetzt davor, na das ist... Oh. Na gut, das war's dann mit mir. Okay, ich war...
Ich war wahrscheinlich zu schnell oder ich war zu unvorsichtig, sagen wir es mal so. Ich hätte eher aufpassen müssen, dass der mit dem Rücken zu mir gedreht ist. Oh, oh, oh. Hier rein. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo er ist. Oh, und das typische Kettenrasseln, das kenne ich doch auch irgendwo her. Jo, mache ich auf jeden Fall. Am Sonntag ab 11 Uhr geht es dann wieder los. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass das eben mit der Technik alles passt. Hat schon richtig Bammel davor. MB, hi! Grüß dich. Hey, schön, dass du auch vorbeischaust. MB hat das ganze digitale Desaster von den letzten Tagen auch mitgekriegt. So, der ist hier jetzt hier irgendwo in der Nähe. 5 Uhr aufstehen. Oh. Das ist aber cool, dass du das machst. So. Okay, ich glaube jetzt. Moment. Okay, stopp, 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 stopp. Scheiße, 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 scheiße. Mist, 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 Mist. Komm, bleib hier stehen. Okay. MB, ja. Ups, scheiße. Moment, stehen bleiben. Der steht direkt an der Tür. Ich war online, aber nur um Tests zu machen. Also gespielt habe ich da nicht mehr. Das hatte einfach keinen Sinn. Und heute, nach langem Hin und Her, habe ich... scheint es einigermaßen zu laufen. So, schau mal. Okay, komm, dreh dich, dreh dich. Nein, nein, komm nicht her. Komm nicht her. Komm, geh wieder rein in dein Kämmerchen da. Ja. Ah, jetzt verstehe ich. Das Auge oben zeigt mir, ob ich gesehen werde oder nicht. Ja. Hallo, ich sehe da gerade, wo du bist. Wer hat mich gesehen? Verdammt! Mist. Und zwar, weil ich über diesen dämlichen Hocker gefallen bin. Ah. Wahnsinn. Alles klar, der Hacker. Okay. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Warte, ich gehe nochmal schnell hier rein, bevor der mir genau. Jo. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dich jetzt endlich mal wieder zu sehen und freue mich auf den Sonntag. Finde ich eine feine Sache, dass du so früh aufstehen willst. Das weiß ich zu schätzen. Cool. Freue mich auf jeden Fall auf dich. Und wie gesagt, ich drücke dir die Daumen, dass auch weiterhin alles gut läuft. Und mach das Beste draus. Das ist eine einmalige Chance vielleicht. Und jo, macht's gut, gell? Okay. Ihr Lieben, ich muss jetzt mal hier schauen, dass der mich nicht sieht. Ups, ups, ups. Jetzt sieht er mich. Oh ja. Also gestern bei diesem Test, was wir gemacht haben, okay. Verdammt. Gestern bei dem Test hat es funktioniert, heute funktioniert es nicht, ne? So, oh. Bei was bist du gerade am Scheitern? Ich muss an ihm vorbeilaufen, ohne dass er mich sieht. Und am besten ist das, wenn ich da unten unter dieser Luke laufe. Ja. Aber denk dran, dass du in diese kleine Kammer rein musst, ne? Ja, ja. Okay. Schnell weg. Komm. Er darf mich nicht sehen. Ja, das meine ich auch. Ups. Okay. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Geh wieder hier rein, bevor der hier wieder auftaucht. Puh. Nee, das Spiel verzeiht echt keine Fehler. Das habe ich schon gemerkt. Hallo, welcher Schwierigkeitsgrad hast du genommen? Ich habe schwer genommen. Ich will das in schwer spielen. Oh, da läuft er schon wieder.
und man hört das Herz pochen. Bei mir hat Twitch ganz gewaltige Probleme, weil bei mir ist das Ding nur am Laden. Echt? Hm? Okay. Also hier bei mir auf den anderen Monitor, wo ich das alles beobachte, läuft es eigentlich ganz gut. Nee, bei mir gar nicht. Also okay. Vielleicht mal ausloggen, wieder einloggen oder Browser neu starten oder sowas. Also ich glaube, ich kann nichts raus. Ich kann es schon mit dem Tablet probiert. Gleiche Scheiße. Okay. Oh. Ich denke, ich muss da rein. Wo er ist, oder? Kann das sein? Ja, Phil, grüß dich. Hey, schön, dass du einschaltest. Wie ja, geht's dir denn? So eine kleine Kammermuschturin. Ja. Da ist eine Tür, dort geht's weiter. Okay. Okay, jetzt kommt er wieder auf mich zu. Dann warte ich jetzt nochmal schnell, bis der wieder weg ist. Da ist er. Okay. Ja, komm, jetzt dreh durch mit deiner Maschine, aber geh. Okay, jetzt hier ist er. Ist er halt nur Laden. Nur Laden, okay. Ja. Kann ich hier schlecht irgendwelche Hilfestellungen geben? Das macht nichts, ich will's ja eh, Ding. Ja. Wenn, dann sag ich dir Bescheid, wenn ich was brauche. Ja. Okay. Oh, 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 oh. Mist, der hat mich gesehen. Verdammt, verdammt, verdammt. Komm, lauf weg. Oh. Ich weiß bloß gerade nicht, wo diese Kammer ist. Gell? Das ist das Problem. Ja, Phil, es ist ein krasses Spiel. Ich spiele es auch zum ersten Mal. Manu. Hier ist ganz am... ich soll das erklären, was ich... Dort, wo du in dem Schrank drin warst. Ja. Dort geht's nach rechts und dort sind die Kisten, wo da noch der Weg versperrt. Die Kisten müssen da eigentlich irgendwann kaputt machen. Dort, ach so. Dort geht's dann nochmal weiter nach rechts. Oh, 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 oh. Fuck. Ihr braucht eine Kanone. Jo, die habe ich aber leider noch nicht, mein Lieber. Okay, jetzt lassen wir mal. Komm, 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 komm. Lauf weg. Er darf mich nicht sehen. Ja. Okay, und da sind diese Kisten. Okay. Ja, dort hinten ist dieser kleine Raum. Dort musst du rein. Aha. Zersägt die Sau. Ja. Ja, die Frage ist bloß, wie komme ich denn da durch? Wenn diese Kisten da drin sind. Die macht der kaputt. Also ja. Und muss ich jetzt warten, bis der die Kisten kaputt macht? Ja, der kommt gleich. Das dauert nicht lang. Okay. Weil ich war ja jetzt schon ein paar Mal da drin. Ach, jetzt hat er sie kaputt gemacht. Okay. Ja. Kann jetzt. Auch sagen, das dauert nicht lang. Nee, aber vorhin, bevor ich wieder neu geladen habe, da. Ja. Da. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal nicht. Also.
Das ist total unterschiedlich. Ach so, nicht die Kisten hier, sondern die Kisten jetzt. Ja, die, wo die Tür blockieren. Ja, aber es waren zwei, die die Tür blockiert haben. Ja. Die hat er jetzt kaputt gemacht. Bist du immer noch im Schrank, oder? Oh, nee, ich muss raus, schnell. Komm, 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 komm. Ich weiß nicht, ob wir über die gleichen Türen sprechen. Weil beide Türen sind mit Kisten verstellt. Die eine hat er kaputt gemacht. Die andere ist aber noch blockiert. Wo er aufgemacht hat, das... Ja, wenn ich da reingehe, stehe ich genau vor ihm. Wie soll ich denn da durchkommen? Dann muss ich warten, bis er die andere auch noch kaputt macht. Na dann. Also... Ja, also viele Möglichkeiten habe ich dann gerade nicht, ja. Kann nur hier in dieser... Hier, das Spiel ist ausgelegt nur auf Schleichen. Dort, wo der Spind steht, geht's rechts und gleich wieder nach rechts und dann bin ich in der Kammer. Okay, der macht die anderen Kisten nicht kaputt. Ich muss an ihm irgendwie vorbei. Okay, das hilft nichts. Vielleicht liegt es ja auch daran. Okay, jetzt. Oh, Scheiße. Ja, komm, lauf vorbei, lauf vorbei. Mist. Mit seiner kaputten... Verdammte Scheiße. Bin ich gestorben? Nein, ich bin nicht, noch nicht. Komm, 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 lauf weg, lauf weg. Komm. Puh, ich bin ihn, glaube ich, los, oder? Ja, ich bin los. Nicht ganz. Oh, Mist. Lauf, 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 lauf. Verdammt. Komm, komm, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Verdammt, steh auf, steh auf. Komm, 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 komm. Rein in den Lift. Rein. Ja. Und... Also da, Leute, das ist eine harte Nummer. Das ist echt hart. Wahnsinn. Wow. Okay, hat mich jetzt etwas... Ja, Phil, ist schon geil, ja. Okay, das war das Intro. Jetzt kriegen wir erstmal hier den Intro-Bildschirm zu sehen. Hast du einen neuen Freund gemacht? Wie neuen Freund? Der dich verfolgt andauernd? Du hast einen neuen Freund gemacht. Ach, du meinst den mit der Kettensäge, oder? Ja. Ja, den kennen wir doch schon, aber fast aus Outlast, oder? Man muss sagen, echt, okay, jetzt musste ich wirklich tief Luft holen. Das war nicht ohne. Hm. The Evil Within. Na, na, na. Okay, und da sind wir. Aus dem Lift. Okay. Und jetzt laufen wir im normalen Tempo. Das ist immer vom Spiel vorgegeben, falls sich jemand mal fragt, weil ich habe mich schon anfangs gefragt, warum. Das Tempo wird teilweise... Oh! Oh Gott, was ist los? Was ist gerade passiert? Ja, nichts. Das ganze Zimmer bebt, okay. Und jetzt kann ich wieder laufen.
Lauf nicht gegen das Bett. Komm jetzt. Ich glaube, irgendwo ist dieser Typ wieder unterwegs. Oder? Was passiert, Mann? Ich bin wieder im Empfangsbereich, oder was? Wo ich reingekommen bin. Scheiße. Ja, tatsächlich. Ja, wo dieser Doktor hier auf dem Boden lag. Alter, was geht hier ab? Was ist das für ein Film, hey? Wahnsinn. Ja, ich habe da doch versucht zu erklären. Das eine ist Realität und das andere ist Fantasie. Ja, belass es mal dabei. Lass mal. Da komme ich nicht durch, aber hier wieder. Weil es hilft mir jetzt auch nicht viel, weißt? Realität, Fantasie. Kann ich nicht viel damit anfangen. Aber. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Nee, brauchst du nicht, weil ich will keinen Spoiler haben. So. Ah, da hinten ist eine Tür. Moment. Ahnung, gucken wir nicht. Ah, ne, aber da bin ich ja reingekommen. Das ist ja seltsam. Moment. Ah, da ist noch. Nee. Wie ich drauf gekommen bin, MB, ich kann mich erinnern, als es, ich glaube, 14 oder 15, 2014 auf den Markt kam. Und da dachte ich mir, okay, das will ich haben. Weiß nicht warum, vielleicht auch von der Werbung irgendwie beeinflusst, keine Ahnung, aber ich habe es mir dann so ein paar Mal angeschaut und es hat mich irgendwie angesprochen. Und ich dachte, habe auch ein paar Kritiken gehört, das hieß, wow, Spiel muss man einfach haben und so. Und dann dachte ich mir, okay, das musst du irgendwann mal zocken. Und jetzt hat sich das einfach ergeben. Genau. Es gab es halt auch. Oh, gab es auch für einen guten Preis, muss ich sagen. Und das war dann auch so, wo ich mir dachte, okay, jetzt kannst du es kaufen, gab es eine Aktion. Und dann habe ich es mir zugelegt. Ich muss ehrlich sagen, es gefällt mir saugut. Also, es fängt echt heavy an. Und es ist auch wirklich geil. Also. Also es ist schon so, wie Orca sagt, es ist halb Fantasie, halb Realität irgendwie das Ganze. Aber das Ende wird man dann wahrscheinlich, man wird wahrscheinlich im Laufe des Spiels verstehen, um was es genau geht. Weil das überschneidet sich gerade so ein bisschen, ne? Also was wirklich jetzt echt ist und was nicht. Zumindest so der erste Eindruck. Hm? Wo ist Joseph? Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Ja. Ich hab noch gewartet, aber. Ja. Bitte, beruhige dich, Les. Ja, rein hier, rein hier. Und Bananenloch so. Durch Schlosser. Rückblende. Schlenze in die Vergangenheit. Ich nicht mehr zurück. Ah. Andere Bestandteile von dem Spiel. Okay, okay. Das alles auseinanderzuhalten, das ist sehr schwer. Schwer, ja. Ja, das erinnert mich. Der DLC soll mega gut sein, okay. Das erinnert mich auch jetzt gerade so ein bisschen an Alone in the Dark. Allerdings das Sequel von 2008. Das hat auch so eine komische Mischung gehabt. Zwar nicht so blutig, wie das jetzt hier ist. Ja. Aber das war auch so eine Mischung, Endzeitstimmung, wie es hier gerade so ist, ne? So ein bisschen mit, ja. Mit halb reellem, halb surrealem, würde ich fast sagen, Inhalt. Ja. Das ist ja Hammer. Da verschieben sich ja ganze Platten. Was geht denn da? Oje, was geht denn, Affe? Krass. Okay, wir sind im Ambulanzwagen. Ah, bei mir ist er mehr am Rollator. Sind wir komplett abgeschnitten? Ja, komisch, gell? Was ist denn los jetzt bei dir? Alles okay da hinten? Glaube ich, geh mal. Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Gut. Mach's Neustart.
Das wird es, hey, wenn wir erst weit weg sind. Oh, mit Fehlerbericht. Ich und die Website. Okay. Ach du Scheiße, da ist wieder dieser Typ, den er immer wieder sieht. Gut. Würde mich auch interessieren, welcher das ist. Gut. Fallen! Fallen! Oh, mutiert der oder was? Wird er zum Zombie? Ach du Scheiße, was passiert? Ach, hey. Nicht schlecht. Kapitel 1 überlebt. Na, dann speichern wir das mal. Genau, Schwierigkeit überleben. Gesamte Spielzeit 35 Minuten, 35 Sekunden. Okay, dann machen wir noch einen Speicherplatz. Okay. Wir gehen aufs nächste Kapitel. Okay. Kapitel 2, Überreste. Schau mal, was hier Sache ist. Also es ist schon irgendwie so, ja, ich finde jetzt nicht die richtigen Worte, um es zu beschreiben. Aber, jo. Schon hat was das Spiel. Also ich muss ehrlich sagen, bin positiv überrascht bis jetzt. Auch wenn es sehr blutig ist und so, was nicht unbedingt meins ist. Trotzdem gefällt mir die Handlung sehr gut. Ne? Also diese Schnelle und auch dieses Herzrasen, okay, schaffe ich es jetzt an dem vorbei oder nicht? Und diese Mischung aus halb real, halb surreal oder wie auch immer. Oh, das hoffen wir wohl nicht, MB. Vielleicht trinkst du eine Cola oder sowas oder irgendwas, das mal ein bisschen, ja, ne? Oder so ein Magen-Dings da, was man so hat. Wie das alles heißt. Magentropfen, die zum Verdauen sind. Okay, wo sind wir denn jetzt wieder? Ach du Scheiße, was ist mit dem los? Oh oh. Okay, und jetzt wachen wir in irgendeinem... Raum, okay. Leichen gefunden. Leichen in Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wurden in Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Das ist die Kingston Post. Die Zeitung. Was ist das? Ah, oh, okay. Das ist was zum Trinken. Oh. Ich glaube, der... Hallo? Jemand da? Hat ein bisschen Halluzination, der Typ, glaube ich. Zumindest sieht es gerade so aus. Als ob der irgendwie die Hallo schiebt, aber gut. Das ist nichts da. Okay. Ja, Silent Hill, ja, ja, das kann auch so sein, ja, so eine Mischung. Weißt du, kennt jemand den Film von euch, Silent Hill? Ey, ich kenne aber die Spiele. Ah, den haben wir mal angeschaut, der Spiel, den Film. Also der ist auch wirklich so, auch wieder so was zwischen... Sind wir wach? Zwischen Realität und irgendwie... Und die Stadt? Wahnsinn, würde ich fast sagen. Sie eigentlich? Ja. Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Okay. Aber was ist das bitte für eine Unterkunft? Ist es wieder das Krankenhaus? Eine Klinik. Ja, tatsächlich. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Aber wir sind wieder in einer anderen Zeitspanne. Sie
Wenn sie sich nicht eintragen, können wir ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren. Okay. Ah ja. Dann speichern wir. Auch eine feine Sache, das Speichern. Mit Stift und Papier, okay. Der schaut aus wie eine Klinik und irgendwie zwischen... Okay. Was ist denn das jetzt? Soll ich mich da hinsetzen? Alles in Ordnung. Entspannen Sie sich. Okay. Bitte, setzen Sie sich. Der zweite ist ordentlich beschissen. Ja, habe ich schon gehört. Den zweiten habe ich selber noch nicht gesehen. Den ersten habe ich aber gesehen, ja. Was soll das? Oh, was macht ihr jetzt mit ihm? Kriegt mein Gehirnström. Es ist nur zu ihrem Besten. Okay. Mit dem grünen Gel kannst du die Parameter einzelner Fertigkeiten verbessern. Die tatsächlich benötigte Punkte 100. Und ich habe 100. Ja, na, das verbessern wir mal einfach. So, jetzt hat er einen schönen Schlag gekriegt. Schon viel besser. Achso, er sitzt schon gerade auf dem Stuhl. Ja, ja. Gott, was passiert mit dem? Ich warte auf Sie. Wahnsinn. Also im ganzen Spiel muss ich diese Klipper-Scheiße so sammeln, ne? Diese Gel-Sachen, ja. Zum Aufbessern der Gesundheit, schätze ich mal, ne? Du schon verwende für deine Fähigkeiten aufzubessern. Ach so, ja, okay. Fähigkeiten, stimmt, ja. Es waren Fähigkeiten, hat er gesagt, ja. Und jetzt komme ich wieder aus einem brennenden Auto und bin irgendwo in der Pampa unterwegs. Und ich schätze mal, das war der Ambulanzwagen, oder? Scheiße. Kann ich das so nicht beantworten, weil ich... Das war auch keine Frage, das frage ich manchmal auch mich selbst so, weil ich selber nicht weiß. Erstens habe ich Verzögerung und zweitens mit dem andauernden No-Lade, da hänge ich schon bestimmt 15 Minuten hinten dran. Verstehe ich gar nicht, warum du jetzt so Probleme hast. Hast du versucht, den Browser nochmal neu zu starten und so? Ja, ich habe schon aktualisiert und alles mögliche. Du bringst nichts, oder? Hey, mit dem Tablet ist hier die gleiche Scheiße. Dann liegt es wahrscheinlich an deiner Internetleitung. Hast mal ein bisschen geschaut, ob es läuft. Okay, ja. Es ist tatsächlich hier der Ambulanzwagen. Also, Störung ist nichts bekannt. Ja, und mal geschaut, die... Okay. Wir sind jetzt hier in dem Wald. Okay. Was das jetzt dazwischen für eine Aktion war... Weiß ich ehrlicherweise nicht genau. Ich nicht hier hoch. Ich empfehle da alles bis zu durchsuchen. Der sah ich jetzt nicht. Ja, hätte ich jetzt auch vermutet. Ne? Oh, richtig. Da hatte ich doch vorhin was gesehen. Okay, hier. Okay, und da, das ist eine Kiste, oder? Ja, was ist denn das? Neuer Gegenstand, Steuerung benutzen. Spritze. Die Herkunft des Medikamentes in dieser Reisespritze ist unbekannt, aber es steht vor der Gesundheit etwas her. Da ich ja sowieso nicht so gut gewappnet bin, was die Gesundheit angeht, benutzen wir sie. Drücken Sie das Inventar, öffnen Sie Rest der Gegenstände aus oder benutzen Sie und log und lege schnell Zugriff fest. Das Inventar. Moment. Phil, ich glaube, man kriegt später eine Waffe, zumindest
Oh, damit holt ihr aus. Okay. Schau mal einfach. Pano. Pano? Ja. Mit der Heilung, welche wie das bei dir läuft? Sobald du Heilung pinchst, wirst du die verwenden, weil du zu arg verletzt bist. Also hier hieß es gerade, ich soll da irgendwie die aus dem Inventar rausholen. Ich schaue jetzt gerade, hier ist die Tastenkonfiguration, Moment. Schnellzugriff ja, auf Gegenstände. Ja, das hat mit dem Steuerkreuz zu tun. Ja, genau. Musche erste Zuweise. Ja, irgendwie sowas hat es geheißen, ja. Okay, na, dann schauen wir mal. Gut. Ah ja. Da hängt doch was. Nee. Aha, und wie komme ich jetzt denn ins Inventar rein? Das ist die Frage. Wahrscheinlich... Moment. Irgendwo RB gedrückt zur Halle oder so ähnlich. Habe ich schon probiert, ne? Oder LB oder irgend sowas. Oder probieren wir das Steuerkreuz einfach nach oben zu drücken. Ja. Ne, da kommen nur diese vier Punkte, wo ich was zuweisen kann. Aber... dann tun wir irgendwas zuweisen. Oh, hier ist es. Schau mal. Du musst das die Umsehen-Taste drücken. Okay. Also, ich habe Reserve 1 von 2. Und da kann ich sie jetzt... Moment. Y. Genau. Okay. Alles klar. Umsehen-Taste ist Velgi? Hä? Velgi-Taste, ist das zum Umgucken? Das ist die zum Umgucken, das ist das der linke Pad. Der rechte, entschuldige. Also, ja. Genau. Der rechte Stick, Mensch. Ja, genau. So, dann wollen wir mal weiter. Far Cry habe ich bis heute noch nicht gespielt, Phil. Aber es kann schon sein, dass da einiges gemeinsam ist, ja. Wobei ich hab's, das Far Cry 3, glaube ich, habe ich, ne? Das sag ich immer noch. So einige Spiele, die man hat und. Gemeinsamkeiten sind aber sehr gering. Hm? Gemeinsamkeiten sind sehr gering. Okay. Das so mit Far Cry zu vergleichen, oh. Das würde ich so nett machen. Okay, damit kann man hauen. Oh, was ist denn das hier? Das war ein Wolf oder sowas. Und da ist eine Kiste. Okay. Gehst du da lang? Also bin ich jetzt gerade hier. Nur das Waffenrad, ja. Ja, das haben einige Spiele so, ja, das stimmt. Das waren viele Spiele. Ja. Splinter Cell, glaube ich, ist auch so ganz in der Richtung. Das Waffenrad, das haben viele Spiele, also. Ja. So davon gleich auf Far Cry zu kommen, würde ich nicht machen. Okay. Oder anderes Spiel damit zu vergleichen, nur wegen dem Waffenrad, würde ich nicht machen. Also hier ist der Weg. Zurücklaufen? Oh, nicht. Schauen wir mal. Aber hier geht's lang. Da waren wir schon, oder? Nee. Ich versuche jetzt mal hier einfach den Weg zu finden. Aber ich glaube, dass ich mich irgendwie verlaufen habe. Moment. Hier vielleicht? Ah, okay. Da bin ich jetzt wieder von anderen Weg gekommen.
da bin ich wieder bei dem brennenden Wrack. Moment. Ah. Hier könnte ich hochlaufen. Oder doch nicht. Moment. An der Seite hier. Ne, da komme ich auch nicht hin. Hm, scheint nicht ganz der richtige Weg zu sein. Schauen wir mal, ob ich vielleicht da noch irgendwie vorbeilaufen kann. Ne. Da ist das brennende Wrack. Ich schätze schon, dass es der richtige Weg war. Ja, Anspruch ist gar nicht so eindeutig, für welches. Ja. Ich kann eine Zeit lang suchen müssen, was ist der richtige Weg. Ja. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ja. Will ich auch nicht sagen. Nee, nee, das sollst du doch nicht. Okay, hier. Ah ja, schau mal, hier könnte es weitergehen. Mhm. Ach so, da war ich aber schon oft. Ah, Moment. Da scheint sich wieder ein Weg zu bahnen. Gleich von der Stelle hier hinkommen. Was sind wir denn? Ja, genau so ist es, MW. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Aber ich glaube, dass wir jetzt hier irgendwo... Oder sind wir wieder da am brennenden Wrack? Weil das sieht hier nach Licht aus. Aber es ist nicht das Wrack. Nee. Ah ja, schauen wir mal. Ist doch nochmal woanders. Ah, das ist ein Häuschen. Zelt ist da unten. Und da habe ich eine Lampe. Ja, 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 ja damit. Okay. Hey! Unser Held fällt hier auch alle 5 Minuten hin. Ja. Ja, Far Cry hat auf jeden Fall mehr Action, das stimmt, ja. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier gut ist. Weil der frisst, aber ich glaube, der frisst nichts Gesundes. Ja, nimm die Pistole, genau. Schau, Phil, da ist die Kanone. Da haben wir sie. Connelly. Ah je, Resident Evil lässt grüßen. Ich hab doch gesagt, du hast ja gleiche Finder so mitgeschaut. Resident Evil erfunden hat. Ja, die Felsen runterrutscht. Ja. Okay.
Und die Viecher sind zäh. Oh, der ist immer noch nicht hin. Brauche ein bisschen Munition. Und ich habe keine mehr. Scheiße. Fuck, fuck, schnell weg. Oh, 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 oh. Okay, da muss ich dich hauen. Das war mit der Hand hier, oder? So. Aber so schnell werden wir diesen Freund hier nicht mehr los, oder? Wobei ich müsste ihn wahrscheinlich loswerden. So. Und tschüss. Oh Gott, Connelly. Oh. Also, wir haben es mal wieder mit Zombies zu tun. Wie gesagt, schöne Grüße an Resident Evil. Yo, okay. Hm, was haben wir denn hier alles? Nicht viel. Moment. Panzer ohne Munition. Das, ist so normal, oder? Das ganze Spiel so geht. Ja, also normal. Das, geht doch, das ganze Spiel so. Ist doch typisch, dass ich jo. Doch. Und Pano, guter Tipp ist, immer auf den Kopf schieße. Ja, 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 ja. So. Okay, ich würde mal sagen, die Lampe kann ich jetzt hier nicht mehr. Moment. Ach so, und so gut Munition ist auch. Alle? Ja, die Munition ist alle, mein Lieber. Vielleicht kann ich aber wieder diese Lampe hier aufheben. Das wäre nämlich schade, wenn ich sie nicht mehr mitnehmen könnte. Aber es scheint wirklich so zu sein. Da hinten ist was Grünes. Jawohl, ja dann. Perfekt. Hm, vielleicht finde ich später noch ein bisschen Munition. Schauen wir mal. Okay, jetzt gehen wir mal den Weg hier weiter. Was ist denn das? Lagerfeuer? Ah, aber da. Hier geht's durch. Jawohl. Laterne benutzen. Drücken Sie, um die Laterne zu benutzen. Mhm. Okay, die Pistole ist hier. Ach so, von der Seite drücken wir die Laterne. Ach, die hat er sich um die Hüfte geklemmt, der gute Mann. So ist das. Ich Zombie-Quäler, ja genau. Das habe ich auch zum ersten Mal gehört. Zombie-Quäler, wie geil. So, ich weiß nicht, kann man das hier zerstückeln oder sowas? Oder dagegen hauen? Das aufgeht? Nee. Oh, da scheint es weiter zu gehen. Moment. Moment, die Kiste, die müsste zerhauen können. Oder Rede. Sicher? Wenn sowas war, du. Okay. Ich weiß aber nicht, ob es zum jetzigen Zeitpunkt schon geht. Ja, das sieht aus wie so ein kleiner... Weil du bist immer noch in Tutorial-Phase drin. Nee, machen kann ich bis jetzt nichts. Ne? Ich dachte mir, dass vielleicht damit denen irgendwas zum... Oh, oh, oh. Da steht wieder so einer. Tut weh! Tut weh! Oh. Das ist irgendein Mechanismus. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Ja, der Ausdruck. Krankenhaus. Da habe ich noch nie gehört. Krankenhaus. Was? Krankenhaus. Krankenhaus. Dummiquäler. Ja, sag ich doch. Was ganz Neues. Nochmal. Jetzt müsste aber die Kiste zerhauen können. Okay. Weil ich hab gesehen, dass du so Schlachtbewegung gemacht hast. Okay. So, Gegenstand erhalten, Fallenteile erhalten. Fallenteile werden benötigt, um Bolzen für den Quallenarmbrust herzustellen. Sie werden im Inventar verwendet. Okay. Alles klar. Was ich jetzt natürlich allerdings brauche,
ist Munition. Renn nicht durch die Falle durch. So muss ich ein bisschen aufpassen. Sprinten, LB halten, Lauft aus, down. Okay, jetzt bin ich hier irgendwo. Ah. Hier scheint es weiter zu gehen. Hier lang. Ah. Oh, da liegt einer. Aber neben ihm liegt auch Munition. Okay. Steuerungsinformation. Näher dich am Boden liegende Gegner und drücke B, um ihn zu verbrennen und zu vernichten. Dies verbraucht ein Streichholz. Wenn die Gegner nah genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Neben Leichen Gegnern gibt es noch weitere Dinge, noch brennbare Dinge. Okay. Aber da lag auch immer Munition, glaube ich, bei dem. Da, da ist Munition, komm, komm. Ach so, und das ist gar nicht Munition, das sind Streichhölzer. Aber warum sollte ich denn jetzt verbrennen? Ich meine, das habe ich davon. Gehen ansonsten wieder auf. Hä? Die würde ansonsten wieder aufstehen und dann sind sie noch schlimmer. Ach so, okay, verstehe. Jetzt. Das muss sein, mein Streichholz. Ja, genau. Also jeder, wo ich abschießt, so gut wie es geht, jeder auch verbrenne. Okay. Das ist eine Tür. Schau mal, ob die auch ist oder zu. Die ist auch. Mann, da ist wieder von diesem grünen Zeug da. Oh, da ist wieder die Krankenschwester. Und jetzt schieben wir wieder voll den Film hier. Aha. Wie psycho ist denn das denn? Wahnsinn. Schon lässig. Okay, der ist jetzt in dem Raum. Oh, da liegt doch das, oder? Hier. Und... Komm, komm, komm. Was ist denn das? Tagebuch von Sebastian Castellanos, November 2014. Endlich habe ich mein Goldabzeichen. Detective Sebastian Castellanos. Das klingt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kann's kaum erwarten. Als Detective kann ich mehr Gutes bewirken, als es mir als Streifenkopf hier möglich war. Außerdem muss ich auch nicht mehr diese bescheuerte Uniform tragen. Und zu der Gehaltserhöhung sage ich auch nicht nein. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl der Verbrechen ist in letzter Zeit unmissverständlich und verhältnismäßig gestiegen. Crimson City ist mein Zuhause und es ist mein Job, die Stadt zu beschützen. Okay. Dann haben wir wieder ein... Ups, Moment. Ein paar Infos und... Scheiße! Sind wieder in diesem komischen... Das ist fast eine Zeitmaschine, würde ich sagen, ne? Oh, da sind wir wieder im Krankenhaus angelangt. Schon wieder hier? Wahnsinn. Ich verliere den Verstand. Zeitsprünge ist nur durch die Spiegel möglich. Ja, das dachte ich mir gerade auch, ja. Dass der Spiegel so ein bisschen wie eine Art Zeitmaschine funktioniert, ne? Ja. Okay, da sind wir wieder im Krankenhaus. Und halt Feuer nichts an. Sonst wäre es ja Spoiler gewesen. Ja. Ah, oh, und da ist er wieder. Das heißt, vom Spiegel können wir hin und her. Schauen wir mal, was hier los ist. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht in die anderen Räume reingehen sollte.
Ja. Im Krankenhaus. Jedes Kapitel hat ein eigener Spiegel. Wo du drauf achtest. Mich, was hier der böse Traum ist. Okay. Geht es Ihnen nicht gut? Aha. Das speichern wir mal. Okay. Oh, haben zweimal gespeichert, macht nichts. Und das ist wieder der Raum, in dem ich meine Fähigkeiten ausbauen kann, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Komm. Setz dich wieder hin. Und kriegst gleich wieder einen Schock. Naja, jetzt schau mal einer an. Benötigte Punkte 2000. Steigert das Maximum der Lebensanzeige. Maximale Sprintdauer erhöht. Regeneration. Gott. Nahkampfschaden, okay. Erhöhte Nahkampfschaden und Spritzenwirkung. Plus 6. Was nehmen wir denn? Lebensanzeige, maximale Sprintdauer, Nahkampfschaden. Ich würde mal den hier nehmen. Weiß nicht, reicht das? Ja. Buscha, genau überlege, was für Fähigkeit du werdest. Reicht leider nicht mit den Punkten, die ich habe. Für keine Stufe. Okay, Fitness. Dann gehen wir mal zu Waffen. Schau mal einer an. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Feuerrate, die kann man erhöhen. Nachladegeschwindigkeit geht auch. Magazinkapazität, Genauigkeit, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Kritisch, okay. Ich würde mal die Genauigkeit mal nehmen. Das ist eine ganz gute Sache. Ja, bei dir ist das besser. Was soll denn das jetzt heißen? So. Du vorhin geschossen hast? Ja, wie ich vorhin geschossen habe, das stimmt, ja. aber es lag nicht nur an mir. Ich habe ein Lag in der... Ich weiß nicht, ob das beim nächsten Schießen auch so sein wird. Aber es hat geleckt in dem Moment. Drum habe ich immer gewartet, bis das Fadenkreuz so war, dass ich abschätzen konnte, dass er richtig schießt. Ja. Immer Erhöhung der Lebensanzeige, ja. Ja, wie gesagt, das wäre vielleicht auch keine schlechte Idee, aber mir haben die Punkte nicht gereicht. So, und da ist jetzt wieder der Spiegel und ich schätze, ich muss wieder zum Spiegel hin. Und da rein. Ja, ist es spannend, wo ich rauskomme. Ah ja, doch wieder in dem gleichen Häuschen. Mhm. Okay. Ist hier irgendwas, was man haben kann? Oh. Da geht's nur Richtung Tür raus. Ja, hier. So macht man die Türen auf. Hast du gesehen, Orca? Ein Tritt und schon ist die Tür offen. Hey, bei mir steige ich gerade von meinem Stuhl auf. Achso, okay. So. Ich weiß nicht, wie lange das bei dir schon her ist. Also. Oh, da unten ist wieder was. Ein weiteres Häuschen. Oh. Da sind wieder ein paar. Ja, B und A. Tötet Gegner, die nicht bemerkt haben, blitzschnell von hinten. Oh. Ich glaube, der gute Mann meint's nicht gut mit uns. Und wir waren auch nicht besonders gut zu ihm. So, wollt ihr dich nur liebern? Nee, das hoffe ich mal nicht. Ah, dann hättest du da anfangen machen müssen. Dann wäre er nicht so böse zu dir.
Der hat mich doch gar nicht gesehen. Da muss ich dich gleich vorne stellen. Ich muss vorstellen. Machst du das immer so, wenn du so Resident Evil spielst oder so? Darum bist du immer so gut darin. Alles für dich. Alles für mich, ja, danke. Ja. Bist ein guter Lehrer, wie ich sehe. So. So, bei mir fallen die gleich um. Die wollen mich erst gar nicht sehen. Klettere Hindernisse. Okay. Schauen wir mal. Der ist doch hier irgendwo lang gelaufen, oder sehe ich? Oh, da unten ist noch was. Schon wieder so eine Feuerstätte. Okay. Und das sieht jetzt aus wie ein Friedhof, würde ich mal einfach so sagen. Bei mir bin ich noch an dem Häuschen. Ah, okay. Rano, hm? Ab und zu sollst du mal auf die Worte gucken, weil dort können auch solche Bärefalle leihen. Hey, seid ihr hier aus der Gegend? Ich hab keine Ahnung, wo. Ja, dass da der Amor rinrennt. Gott, was passiert mit dem? Alter. Oh no, da kommen mehrere jetzt. Halb Zombies, halb Androide. Ja. Ja, so ist man im Friedhof, ne? Ups. Oh, oh, ich glaube, der hat mich gesehen. Nein, 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 nein. Nein, du sollst doch mit der Flasche hauen, Mann. Weg erstmal. Das ist besser. Und jetzt, ja, das Spiel ist leider, ihr merkt es zwischendurch, ist immer so ein kleiner Leck drin. Kommt leider auch immer in den ungelegensten Momenten. Jetzt sieht man den gerade wieder. Aber das Spiel hat einfach dieses Problem. Hm. So. Also ausnahmsweise lag es jetzt nicht an meiner Technik. Ja, komm her, komm her. Ich dachte schon die ganze Zeit, dass bei mir nur am Nullladen ist. Ja, ich glaube, du hast eher ein Problem mit der Technik auf Twitch. Oh, ja. Ich bin tot. Klingonisch. Ja, Klingonisch verständigen, ja, das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ja. Wir haben nämlich da auch schon so ein Lagfix eingebaut gestern. Aber ja, es reicht nicht komplett für alles. Hm, man sieht, das Spiel ist immer wieder zwischendurch. Okay, also an dem muss ich jetzt leider irgendwie vorbei. Hilft alles nichts. Strohballe, wenn solche hier rumleihe, die kann ich auch anzünden.
Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich die Fähigkeit schon hast. Weil das muss vom Spiel noch eingeblendet werden. Okay. Nee, bis jetzt noch nichts. Ich versuche es hier. Scheiße, ich bin voll in die Falle rein. Ja, komm, komm, komm. Aber du musst hier erstmal weg, mein Lieber. Bevor du dich hier herumprügelst. So, und jetzt lauf weg. Ich glaube, vielleicht sollte ich hier rein. Fuck. Und ich bin zerstückelt worden. Ja. Schauen wir mal, ich sehe gerade, dass da wieder sich so ein Lag einschleicht. Mal sehen, ob wir hier irgendwas. Weißt du, du gehst irgendwie schleichend vor. Ah, ich nehme mal hier die Bildkrönung. Krönung, ja. Nehmen wir die raus. Und hier haben wir eh schon alles runtergestellt, weil es sonst nicht anders geht. Ja, also wie gesagt, das Spiel hat echt kein. Einige Probleme. Aber ich bin froh, dass das nicht nur an mir liegt, sondern dass das Spiel. Bei mir bist du jetzt in die Bärenfalle drin. Okay, komm, 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 lauf. Dass du dort nicht mehr rauskommen musst. Das. Ja, die Frage ist jetzt nur, dass ich die irgendwie umgehe. Okay. Hey, die muss er einzeln anlocken. Für dich jetzt nur vermute. Die einzeln an. Ja, die kann ich schlecht einzeln anlocken, wenn die einfach herumstehen. Die sehen mich schon, wenn ich hierher laufe. Das ist es ja. Oh, das scheint nach einem Rad zu sein. Es gibt nicht nur der NRW geradeaus, sondern es gibt auch noch rechts, links, also. Ich gebe immer mehr NRW. Komm, komm rein. Oh nein, nein, nein. Ja, genau. So ist es, Sammy. Oh Mann. Ja, bin schon wieder tot. Super. Ich habe halt kein Ding mehr. Moment mal, wie war das? So war das. Ich musste doch noch eine Spritze haben oder so. Nee, hab keine. Versuchen wir so seitlich hier vorbeizulaufen, ohne dass der mich sieht. Sonst komme ich nicht weit. Plusfaktor über 9000 hier. Schauen wir mal. Einfach hier. Beilaufen. Unter dem Häuschen. Die werden natürlich angelockt sein, wenn ich das Tor öffne. Aber schauen wir mal hier, vielleicht muss ich da gar nicht durch. Hier ist irgendwo
Oh, das ist Wasser. Ein Fluss oder sowas, okay. Hm, da gehen wir wieder zurück. Also ich schätze, ich muss da irgendwo vorbei. Wo vorbei? An diesem Tor. Kurbel, mit dem Tor? Ja. Da wurde auf jeden Fall durch. Ja, meine ich eben. Egal wie. Ja. Ich versuche die jetzt erstmal hier nicht, dass ich nicht auffalle. Und vielleicht. Da ist eine Falle, ja. Oder? Ja, da ist eine Falle, dann muss man vorsichtig sein. Natürlich schauen. Okay, irgendeiner sieht mich jetzt hier, oder? Oder könnt ihr mich sehen? Aber ich muss trotzdem wieder vorbei. Oh, da ist einer, oder? Ich glaube, ich bin Richtung Tor. Müsste richtig sein. Ja. Problem ist, dass ich hier nichts sehe, ne? Aber stopp, das ist ein Fall. Oder sagen wir mal so, nicht viel. Ja. Komm, komm, ja, genau, tu dich weg. Sehr gut. Okay. Ich muss den abpassen. Wenn der sich dreht. Hier glaube ich, ist keiner mehr. Doch, da drin ist einer. Aber der kommt hier erstmal nicht rein. Denk dran, sobald du näher ans Tor gehst, stehen drei Stück auf. Ja. Muss ich aufpassen. Scheiße, der hat mich gesehen. Mist. Komm.
Verdammt! Ah, das reicht nicht. Meine Schleichtechnik ist für Snake und Fischer, ja genau. Ja, unser Fischer. Ich weiß nicht, habt ihr mal wieder was gehört, dass da vielleicht wieder was ansteht, Splinter Cell-mäßig oder so? Jetzt, was ich jetzt gehört habe, dass entweder Ende dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr noch ein Tomb Raider kommt. Ja. Ne, ich meinte Splinter Cell oder so. Ja, ne, gar nichts. Das ist bei Instagram-Informationen, wo ich zurzeit habe. Okay. Alles wird nach Blacklist, ja genau. Blacklist war irgendwie das letzte. Sehr ruhig war dort drüber. Ja. Das sind Heuballen, wie du gesagt hast. Vielleicht kann man die ja. Oh, der ist da hinten. Schnell aus dem Ecke raus. Hat er gesehen, oder? So stehen drei. Sobald du an das Tor gehst, stehen drei auf. Muss irgendwie ablenken. Oh, 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 der hat mich in Feuer gelegt. Na super. Na gut. Okay, ich sag mal so, ich lasse es für heute jetzt erstmal hier stehen. Und zwar denke ich, dass beim nächsten Mal das Ganze noch ein bisschen flüssiger laufen wird. Jo. Moment. Wir gehen mal hier. Okay, alles klar. So ihr Lieben, ich sag vielen lieben Dank heute fürs Zuschauen. Jo, nächsten Donnerstag ist es wieder soweit, denn wenn alles mit der Technik steht, dürfte es dann irgendwann mal wieder in den, ja, also in den normalen Streamingplan reingehen. Donnerstag ist immer der Grusel-Donnerstag, somit ist dann wieder eben The Evil Within angesagt, außer es passiert was zwischendurch und man macht so einen Spontanstream oder was auch immer. Dienstag geht's weiter mit Tomb Raider 5 und Sonntag natürlich nicht vergessen, da ist wieder ab 11 Uhr morgens Tomb Raider und Lords of Mads. Jo, auch dir eine gute Nacht, MB, Orca und natürlich auch allen anderen, Phil, die hier im Chat sind oder waren. Jo, danke nochmal fürs Zuschauen und jo, ich melde mich dann spätestens Sonntagvormittag wieder zurück und sag auch eine gute Nacht in den TS. Bis dahin, macht's gut, danke fürs Zuschauen und für die ganzen Haus. Bye bye.